Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar, wie ihr schon erkennen könnt an meinen Seiten vielleicht, ich war beim Friseur und ich sehe jetzt so aus. Also es ist eigentlich fast, meine Friseurin meinte ja, es ist noch ein bisschen hellblond drin. Aber ich sehe absolutely nothing. Also es ist wieder komplett meine Naturhaarfarbe. An alle, die wissen wollen, wie meine Naturhaarfarbe aussieht. So sieht sie aus. Für alle, die wissen wollen, wie kurz meine Haare sind, hier unten am Übergang 12 mm und hochgehend dann 16. Und oben ist halt abgeschnitten und so viel. Ja. Keine Ahnung, wie viel das sind oben. Aber ja, also auf jeden Fall so sehe ich jetzt aus. Ich finde es eigentlich mega fresh und... Ich habe euch nicht mitgenommen, aus dem einfachen Grund. Meine Mutter war mit mir beim Friseur und generell möchte ich in diesem Friseur nicht filmen, weil ich bin ja schon seit ich noch lange Haare hatte bei dem Friseur. Also, no, das möchte ich nicht so gerne. Und was wir heute noch machen, ich muss anfangen, ein Buch für Deutsch zu lesen. Falls irgendwem das Buch Die Entdeckung der Currywurst was sagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob dieses Buch scheiße oder gut ist. Aber die meisten Schulbücher sind ja nicht so super, aber wir gehen dann noch in E's, also würde ich sagen, sehen wir uns einfach später wieder. So, ganz kurzes Update. Ich werde heute Mittag mit meiner Mama Lasagne machen. Also, da werde ich euch auch mal mitnehmen ein bisschen. Und, falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich hatte es hauptsächlich eigentlich auf Instagram erwähnt. Ich möchte meine Ohrlöcher dehnen. Bedeutet, ich ziehe jetzt gleich erstmal normale Ohrringe an, dass ich meine Ohren halt wieder an Ohrringe gewöhnen. Und dann, heute ist Dienstag, am 12., also am Donnerstag, kommen meine Dehnstäbe an. Und wen es interessiert, ich möchte nur bis 5 mm dehnen und egal wer jetzt kommt und sagt, es wird eine Sucht weiter zu dehnen. Ich habe meiner Mutter schon gesagt, sie soll bitte alles über 5 mm einfach wegtun. Weil ich finde 5 und 6 mm geht noch vom Aussehen her, aber alles oben drüber finde ich persönlich nicht mehr schön. Und ich möchte das auch nicht bei mir selbst, weil ich möchte, dass es wieder so ist, dass es zuwachsen kann. Bedeutet, ich hoffe, das wird alles klappen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Weg mitnehmen, wo ich dann anfangen werde zu dehnen. Ich werde immer vorsichtshalber mindestens 2 bis 3 Wochen warten, bis ich dann den nächsten Dehnstab reinmache, etc. Und ich habe mir das Pack quasi zweimal bestellt, weil ich Angst hatte, dass jeder Dehnstab nur einmal vorhanden ist. Aber die Sache ist, ich weiß es gar nicht, aber ich habe jetzt einfach mal zweimal bestellt, weil ich mir gedacht habe, lieber doppelt gemoppelt als gar nicht. Ich habe mir auch schon Vaseline und Desinfektionsmittel gekauft, also so Spray. Also ich bin wirklich vorbereitet und es kommt alles zum Glück am selben Tag an. Das ist das Gute daran. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns einfach, wenn ich gleich wieder mit meiner Mama Lasagne mache, weil ich werde jetzt erstmal auf YouTube streamen. Yay! Leute, wir haben jetzt mittlerweile schon 8:30 ungefähr. Na, nicht ganz, aber ich bin jetzt aus dem Kino zurück. Ich war ja in E's, wie ich schon gesagt habe. Ich musste zweimal meinen Ausweis vorzeigen. Wie viele wissen, ich bin ja 17. Ich glaube, ich bin 13 oder 10 oder 12 oder 8. Alle. Yes, klar. Nee, aber... Ja, also ich muss sagen, ich habe die Erstverfilmung auf DVD bzw. meine Mutter und ich finde die zweite ist wesentlich besser. Die finde ich viel spannender. Ich habe ab und zu mal so meine Hand vor die Augen gehalten, aber sonst war es gut. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Daily Vlog. Haut rein und ciao!